Okay, wir hatten das letzte Mal ja zwei Videos gemacht über Change History, wo ich den Formatvergleich, die Formatanalyse so gemacht habe, wie man sie im Modeling macht. Und jetzt ist die Überlegung, welches Format machen wir heute? Und nachdem ja in jedem Format ein Collapsing Anchors drin ist als Essenz des Formates, dachte ich mir, dass wir heute einfach ein Video machen, wo wir uns Collapsing Anchors angucken. Und Collapsing Anchors ist schnell hingemalt, weil die Veränderungsformel von Robert Dills, gegenwärtiger ändernswerter Zustand plus Ressource ist gleich künftiger erwünschter Zustand, ist ja im Grunde genau ein Collapsing Anchors. Das heißt, die Idee von Collapsing Anchors ist ja, ich habe einen Zustand, der halt nicht so gut ist, eben den gegenwärtigen ändernswerten Zustand. Ich nehme irgendwas dazu und ich komme beim besseren Zustand raus. Das ist, soweit ich weiß, eines der ersten Formate gewesen, was Bendel und Grinder entwickelt haben. Und wenn ich Formate analysiere, wie eben letztes Mal Change History, wie in den nächsten Videos dann vielleicht Six Steps, Disney, New Behavior Generator, wie die alle heißen, geht es hier auch immer um die Frage, wo ist das Collapsing Anchors in diesem Format? Und darum geht es eben heute mal explizit nur um Collapsing Anchors. Wie man schon an dem Wort hört, Collapsing Anchors, handelt es sich um ein Format, was in der Grundform rein von der Technik von Ebene 3 auf Ebene 2 geht. Ich male dazu mal ganz kurz nochmal die logischen Ebenen an, wie ich sie halt verwende hier in der Analyse. Mit oberen und unteren logischen Ebenen, mit Kontext, Verhalten, Strategie, Glaube, Werte, Filter, Selbstbild, Zugehörigkeit und Spiritualität. Und da gilt ja die Regel, der untere Teil ist WAKOG und der obere Teil ist nicht WAKOG. Und ein Anker von der Idee her ist ja immer die Verknüpfung von irgendeiner Idee mit einem WAKOG-Reiz. Also Anker kann es ja nur auf Ebene 1, 2 und 3 geben und nicht auf oberen logischen Ebenen. Das heißt, eine Ankertechnik, bei der nichts Besonderes dazu kommt, ist immer automatisch auf unteren logischen Ebenen. Ich kann es auch andersrum testen. Collapsing Anchors enthält keine Timeline, enthält keine Persönlichkeitsteile, enthält kein dissoziiertes Selbst, enthält keine signifikanten emotionalen anderen und enthält keine spirituelle Ressource. Das heißt, das Format an sich, in der Art, wie es abläuft, ist von Ebene 3 auf Ebene 2. Wie jedes Format kann man es natürlich auch von höheren Ebenen spielen, da kommen wir gleich drauf. Weil das so eine grundlegende Form ist, ist die Frage, wie kommt das eigentlich im Alltag vor? Und jede Art von Formulierung, wo ich über einen gegenwärtigen Zustand rede, zu dem ich irgendwas dazu nehme, ist im Grunde ein Collapsing Anchors. Das heißt zum Beispiel dieses, ist das nicht Dschungelbuch, versuch's mal mit Gemütlichkeit? Das wäre genau ein Collapsing Anchors, weil es ist die Idee, es ist etwas, das ist so wie es ist, und jetzt nimm doch mal Gemütlichkeit mit dazu. Das heißt, wir haben, diese Struktur ist ein Collapsing Anchors. Oder ich habe von einem mal gelernt, wenn du Scheiße machst, mach Scheiße mit Schwung. Das ist auch ein Collapsing Anchors. Weil dann ist das die Scheiße und das ist der Schwung und dann kommt raus Scheiße mit Schwung. Das heißt, sobald ich zwei Sachen kombiniere und sage, in der Kombination kommen die besser, habe ich ein Collapsing Anchors. Also nehmen wir an, einer sitzt an seiner Steuererklärung und guckt ganz komisch und ich sage den, mach's doch mal mit Spaß. Dann wäre es ein Collapsing Anchors. Und dann merkt man schon, ein normaler Mensch, dem ich so einen schlauen Satz sage, versuch's doch mal mit Spaß, guckt mich an und sagt, du hast leicht reden. Das heißt, eigentlich alle Formate im NLP drehen sich um die Frage, wie bekomme ich die Ressource in diesen gegenwärtigen ändernswerten Zustand rein? Weil es halt leider Gottes nicht so einfach ist, einem zu sagen, nimm's doch leicht oder mach's doch mit Spaß oder sieh's doch mal anders oder geh's doch gemütlich an. Die Erfahrung ist halt, sobald die Leute die Ressource aktivieren, verschwindet das Problem und sobald sie in den Problemzustand kommen, verschwindet die Ressource und sie kriegen es nicht zusammen. Und eigentlich seit den 70ern kümmert sich NLP, Bandler, Grinder, Dills und die ganzen NLPler immer um diese eine Frage: Wie kriegen wir diese beiden Sachen zusammen? Wie bekomme ich die vorhandene Ressource, denn jeder Mensch hat Ressourcen, wie bekomme ich die vorhandene Ressource in den Problemstate so, dass etwas Gutes dabei rauskommt?
Das heißt, man könnte sogar sagen, dass alle NLP-Formate, die es gibt, alle 30, 40, 50, 100 NLP-Formate, die es gibt, eigentlich Variationen von Collapsing Anchors sind, die sich nur darum kümmern, wie bekomme ich auf entsprechenden logischen Ebenen eine Ressource in einen Änderungswertzustand so rein, dass was Gutes rauskommt. Wir hatten, glaube ich, auch ein Video gemacht, wo ich die logischen Ebenen durchgespielt habe zum Thema Collapsing Anchors, Change History, Self-Nurturing, Re-Imprinting. Ich wiederhole das mal ganz kurz und wenn wir das Video schon gemacht haben und es schon irgendwo existiert, können wir es unten verlinken. Wenn nicht, machen wir es halt demnächst nochmal nach. Weil die Idee ist, Collapsing Anchors arbeitet vom Format her von Ebene 3 auf Ebene 2. Das heißt, es hat eben keine Timeline, keine Persönlichkeitsteile, kein dissoziiertes Selbst. Von daher wären Ressourcen, wie man sie normalerweise einsetzen würde, genau genommen sowas wie, sieh's mal in goldenem Licht. Auch nimm's leichter ist natürlich die Beschreibung einer Submodalität. Wenn man es in der Practitioner-Ausbildung macht, kommt eigentlich immer raus, dass Leute sowas nehmen wie Mut, Vertrauen, Spaß, Humor und Ähnliches. Also eigentlich Ebene 4 Ressourcen, die sie hier mit reinbringen. Wenn man dieses Collapsing Anchors auf der Timeline spielt, indem man sagt, dieser gegenwärtige ändernswerte Zustand ist so, weil in der Vergangenheit etwas war, dann mache ich Collapsing Anchors auf der Timeline. Ich bringe die Ressource in das vergangene Ereignis, in die Ursache und installiere sie da. Und dann kommt ein Change History raus. Dazu haben wir bereits ein Video gemacht. Wenn ich sage, das reicht mir nicht. Das Problem ist nicht das vergangene Ereignis. Das Problem bin ich damals, also mein jüngeres Selbst. Dann gehe ich auf Ebene 5, ich gehe in die Dissoziation, dissoziierte Selbst, nehme als Ressource mein hoffentlich ressourcevolles gegenwärtiges Selbst und gehe mit dem gegenwärtigen Selbst zum vergangenen Selbst, gebe dem mich als Ressource, begleite es in die Gegenwart und mache jetzt ein Self-Nurturing. Das ist ein Collapsing Anchors auf Ebene 5. Wenn ich sage, auch das reicht nicht, das Problem waren die anderen. Ich bin ja völlig in okay, die anderen waren das Problem. So wie Michael Lukas Möller zitiert einmal eine Klientin, die meinte bei Ehetherapie, wir könnten so eine schöne Ehe haben, wenn mein Mann nicht wäre. Also manchmal empfindet man so, dass das Problem eher außerhalb liegt. Dann arbeite ich auf Ebene 6, dass ich sage, ich war und bin völlig okay, aber die anderen. Dann ist die Idee, ich nehme eine Ressource und bringe die in die anderen, in deren Position und erlebe dann nochmal neu. Und natürlich kann ich das Ganze auch machen mit einer spirituellen Ressource, dass ich sage, ich hatte mal irgendwann die falsche Vision, die falsche Religion, die falsche Weltanschauung, dann bringe ich eine spirituelle Ressource dahin zurück. So kann ich Collapsing Anchors auf jeder einzelnen Ebene machen. Aber es bleibt immer die Grundidee, dass ich eine Ressource in einen Moment bringe, den ich als ändernswert empfinde, den ich ja, halt einfach ändern will mit diesen Ressourcen. Und weil es so ein grundlegendes Format ist, gibt es natürlich massenhaft Variationen davon, die wir uns jetzt einfach mal der Reihe nach angucken. Im Collapsing Anchors, wenn wir es analysieren, ist eine Sache jetzt ein bisschen tricky, um nicht zu sagen, eigentlich gar nicht vernünftig möglich, weil normalerweise, wenn ich ein Format analysiere für Modeling, ist ja immer die Frage, wo ist die Stelle der Veränderung? Und dann sage ich dazu, die Stelle der Veränderung finde ich da, wo das Collapsing Anchors im Format ist. Jetzt, wenn ich mich frage, wo ist das Collapsing Anchors im Collapsing Anchors, ist die Antwort einfach, das ist das Collapsing Anchors. Das heißt, Collapsing Anchors hat natürlich nur eine Stelle der Veränderung, nämlich da, wo die Ressource und der gegenwärtige Zustand zusammenkommen. Da muss ich nicht lange suchen, das ist die Stelle der Veränderung. Wenn das Format aber jetzt im Training gemacht wird, dann gibt es eine sehr spannende Sache. Und da finde ich, ist Collapsing Anchors eines von den Formaten, wo man wirklich sehen kann, wie sauber und klar NLP arbeiten kann. Ich sage es mal so. Also, wenn es im Practitioner ist und man ankert die Anker kinesthetisch, kommt oft so vor, dass man sagt, ich ankere vielleicht den Problemanker, ich mache so, dass du mich siehst, ich ankere vielleicht den Problemanker hier auf dem Knie und ich ankere den Ressourcenanker hier oben auf der Schulter. Und dann Ressourcenanker, Problemanker, gibt es jetzt drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ich kann sagen, aktiviere diese Ressource und gehe mit dieser Ressource hier hinein und erlebe neu und so weiter und so fort. Möglichkeit 2, ich kann sagen,
Wenn es dir so geht, dann aktiviere diese Ressource und erlebe, wie sich alles verändert. Und Möglichkeit 3, ich kann sagen, und wie geht's? Indem ich einfach beide Knöpfe gleichzeitig drücke. Alle drei Versionen gibt es in der NLP-Literatur. Und eine Frage, die ich sehr spannend finde, ist, wie unterschiedlich wirken diese drei Versionen, wie unterschiedlich wirken diese drei Varianten, wie ich den Problemanker und den Ressourcenanker im Collapsing Anchors zusammenbringe. Ich zeige es nochmal, dass du vielleicht innerlich auch mitgehen kannst. Stell dir vor, du hättest wirklich ein Problem, irgendein Thema, was dich bedrängt, und das ist hier geankert. Und sobald ich den Anker betätige, kommst du in diesen Problemzustand rein. Und hier ist eine Ressource, die in der Lage ist, dir da zu helfen. Und jetzt kommt Variante 1. Nimm diese Ressource und geh hier rein und erlebe das Ganze neu und schau, was du damit daraus lernen kannst und wie du das anders wahrnehmen kannst. Sowas in dieser Richtung. Möglichkeit 2. Wenn es dir mal wieder so geht und alles trüb und dunkel ist, dann aktiviere diese Ressource und erlebe, wie sich mit dieser Ressource das verändert und das hier mit dieser Ressource völlig anders ist. Und Möglichkeit 3. Wie ist das, wenn du das und das gleichzeitig spürst und neu erlebst? Also wie gesagt, alle drei Versionen gibt es in der Literatur. Wenn man sich es genau anguckt, und wir machen das im Practitioner, und sich da reinfühlt, stellen die Leute eins fest. Bei der Version, wo ich mit dem Stuck-Anker anfange, wenn die Leute ihn hier aktivieren könnten, bräuchten sie ja das Format nicht. Das heißt, wenn ich als Coach bei jemandem den Problemanker auslöse und der geht jetzt in schlechten Zustand und ich mit der Hand schon über den Ressourcenanker gehe, sende ich eine sehr spannende Botschaft. Diese sehr spannende Botschaft ist, Hilfe kommt von außen. Diese sehr spannende Botschaft ist, ich als Coach bin der, der dir hilft. Weil die Person erlebt ja, dass sie in diesem, darum kommt sie ans Coaching, dass sie in diesem Zustand eben nicht an diese Ressource rankommt. Das heißt, platt gesagt, wenn du als Coach Stammkunden haben möchtest, die sich nicht selbst helfen können und deswegen bei jedem Thema, was sie haben, gerne zu dir kommen, dann nimm diese Reihenfolge. Weil die Leute werden irgendwann verbinden, dass die Ressource von dir als Coach kommt. Wenn du die andere Reihenfolge machst, die ich sehr empfehle, dass du sie machst, nämlich erst die Ressource aktivieren. Ich habe schon oft genug erlebt, wenn ich als Coach neben dem Klienten sitze und ich als Coach den Ressourcenanker auslöse, mein Klient dann so macht. Das heißt, die Leute lernen in dieser anderen Reihenfolge mit erst die Ressource auslösen, dann das Problem auslösen. Sie lernen, wenn ich die passenden Ressourcen habe, dann kann ich das Problem selbst lösen. In meiner Welt ist das hier die erwachsene Version und das hier ist die Version, mit der ich mir Abhängige mache, wenn ich das möchte. Das heißt, das ist die Version, wenn du ein Problem hast, dann warte, bis Hilfe kommt. Und das andere ist die Version, wenn du genügend Ressourcen hast, kannst du dein Problem selbst lösen. Und das ist die Version Chaos, Verwirrung, irgendwas wird sich schon verändern, von der halte ich so mittelfiel. Okay, in der NLP-Literatur findest du meistens die Version, zuerst die Ressource, dann das Problem. Du findest am zweitmeisten die Version, beides gleichzeitig. Du findest aber auch die Version, erst Problemanker, dann Ressourcenanker. Und das ist für mich eine von den Stellen, wo ich sage, da liebe ich das NLP um die Genauigkeit, dass man sowas im NLP halt beschreiben kann. Dass man beschreiben kann, wie ist das, wenn ich diese beiden Anker auslöse und in welcher Reihenfolge löse ich sie aus und welchen Effekt macht das Ganze. Und natürlich ist klar, das kann ich kinästhetisch machen, ich kann das visuell machen, ich kann das auditiv machen, es gibt alle möglichen Möglichkeiten. Kinästhetisch zeigt sich's halt am leichtesten, was man wie auslöst. Wenn ich mir ein Format anschaue, wie das funktioniert ist, hatte ich gerade schon erwähnt, aber ich will jetzt mal ein bisschen noch drauf eingehen, die Frage, wie klingt das in Alltagssprache? Alltagssprache ist bei Collapsing Anchors wirklich ziemlich einfach. Es geht um irgendetwas, wo ich eigentlich immer sage, mach das mit dem. Und an dieser Stelle merkst du auch schon,
Wenn ich sage, mach das doch mit Freude, mach das doch ein bisschen entspannter, mach das doch mit ein bisschen mehr Spaß, kann ich natürlich auch die Ebene nach oben gehen. Ich kann sogar bis Ebene 7 geben. Wie würdest du es machen, wenn es Sinn hätte? Vielleicht kennst du die Stelle, ich glaube Hitch ist das, der Date-Doktor, wo dieser schöne Satz ist, beginne jeden Tag so, als ob es mit Absicht wäre. Ich finde das eine herrliche Formulierung. Und das ist ein klassisches Collapsing Anchors, weil den Tag beginnen ist ein Verhalten. Das hört man ganz klar. Und die Absicht, die ich dabei vermute, ist natürlich was sehr Hohes von oberen Ebenen. Also ist das ein wunderschönes Angebot von Collapsing Anchors, dass man sagt, wenn du einen Tag beginnst, füge hinzu die Idee von Absicht. Collapsing Anchors. All diese Gedanken, ich nehme Spaß dazu, ich nehme Absicht dazu, ich nehme Sinn dazu, lebe, auch dieser, finde ich etwas trübe, den Satz, lebe jeden Tag so, als ob es dein letzter wäre, macht nicht so viel Heiterkeit, aber ist auch ein Collapsing Anchors, weil ich lebe den Tag, das ist Verhaltensebene, ich füge hinzu, es ist mein letzter und ich habe so einen spirituellen Gedanken dazu. Ich finde sehr schöner, viel schöner, lebe ihn so, als ob es dein Vermächtnis an die Welt wäre. Auch das ist Ebene 7. Das ist ein Gedanke, der mich mehr erfüllt, als zu denken, das ist jetzt mein letzter, mein Abschiedstag. Und vor allem, ehrlich gesagt, so nach dem 300. Abschiedstag hat man sich auch dran gewöhnt und es klappt nicht mehr so. Also all diese Ideen von es ist was und ich füge etwas dazu, ist Collapsing Anchors in einem Satz. In dem Augenblick, wo ich ein Format in einem Satz mache, ist natürlich immer auch die Idee naheliegend, ja, wie klingt denn davon dann die dunkle Version? Und dunkle Version wäre dann zum Beispiel sowas wie, wenn ich zu einem sage, gehen wir ins Kino und der sagt, ja, ich gehe mit, aber glaube ja nicht, dass mir das Spaß macht. Dann hätte ich auch wieder den Fall, es geht um ein Verhalten, ich gehe ja schon mit und ich füge hinzu eine dunkle Ressource, eine negative Ressource, aber es macht mir keinen Spaß. Das heißt, oder wenn jemand sagt, na gut, ich mache es, um dir eine Freude zu machen, das kann man auch so sagen, dass es keine Ressource ist. Also immer wenn du hörst, dass jemand zu etwas dazufügt, hast du den Gedanken eines Collapsing Anchors. Und ich kann natürlich zu weniger schönen Sachen eine Ressource hinzufügen, dann macht es Spaß und ich kann zu eigentlich schönen Sachen, wie im Kinobesuch, etwas hinzufügen, wie macht mir aber keinen Spaß und ich komme dann sozusagen auf das umgekehrte Collapsing Anchors. Sobald ich den Gedanken mir anschaue, kann ich natürlich mich auch fragen, ja, wie geht denn das Format rückwärts? Wie könnte ich es denn rückwärts machen, das Format? Und da kommt eine spannende Stelle, weil zum einen sagen wir im NLP, ich kann einen Anker nicht löschen. Dem stimme ich auch zu. Ein einmal gesetzter Anker ist nicht löschbar. Wenn ich mir aber Collapsing Anchors angucke und ich sage zum Beispiel in der Version, die wir gerade hatten, das ist der Problemanker und das ist der Ressourcenanker. Und eigentlich will ich mit jemandem machen, nimm das hier mit rein. Dann gehe ich mit dem Ressourcenanker ins Problem. Aber ich kann natürlich auch sagen, geh ohne das hier mit rein. Und in dem Augenblick, wo ich jemand sage, kriegst du jetzt einfach keine Ressource, geh trotzdem rein, lasse ich ja die Ressource weg. Das heißt, ich kann natürlich auch das Collapsing Anchors rückwärts machen, um eine unerwünschte Ressource zu entfernen. Also nehmen wir an, lösch die mal die beiden Anker, nehmen wir an, das wäre, ich gehe ins Kino, und das wäre, es macht mir aber gar keinen Spaß, mit dir ins Kino zu gehen. Dann kann ich ja sowas sagen wie, okay, du gehst ins Kino und es macht dir keinen Spaß. Es macht dir keinen Spaß, aber du gehst trotzdem ins Kino. Und obwohl du ins Kino gehst, macht es dir keinen Spaß. Wie wäre es denn, wenn du ins Kino gehst und keinen Spaß einfach mal weglässt? In dem Augenblick, wo ich die negative Ressource wirklich verankere, kann ich natürlich auch den Anker explizit nicht auslösen. Und jetzt kann ich dahin kommen, dass ich irgendetwas, was ich sozusagen nur aus Pflicht mache. Ich mache es, aber nur aus Pflicht. Ich habe hier die Pflicht und darum mache ich es. Und ich mache es wegen der Pflicht. Dann kann ich die Pflicht auch einfach mal weglassen und überlegen, wie wäre es denn, es zu machen mit einer freien Schulter. Und das ist die Idee, ich mache ein Collapsing Anchors, wie würde man das dann nennen, statt Collapsing Anchors, Separating Anchors vielleicht. Wir haben ein neues Format entwickelt, Separating Anchors. Wir dröseln das Ganze dann einfach auf. Genau, Separating Anchors statt Collapsing Anchors. So
entstehen, das wirst du auch bei den Videos merken, wenn du mehr von diesen Videos guckst, so entstehen im NLP ständig neue Formate, wenn man die Elemente einzeln kombiniert. Was bei Collapsing Anchors eher weniger Sinn ergibt, ist die Frage, wie kann ich es in einer anderen Reihenfolge machen, weil das Format hat halt eben eigentlich nur 3 Schritte. Also ich meine, ich habe halt gegenwärtigen Änderungswertenzustand ankern, Ressource ankern und das Ganze kollabieren, also das Ganze verbinden. Klar, da hätte ich jetzt auch die Möglichkeit, dass ich sage, ich tue erst den ankern, dann den ankern, das macht im Prinzip gar keinen Unterschied. Und die Idee, ich tue sie erst verbinden und dann ankere ich sie, wirkt ein bisschen merkwürdig, weil bitte, was verbinde ich denn, bevor ich es geankert habe? Ich würde sagen, das Format ist an dieser Stelle vielleicht die Ausnahme, dass es da nicht so viel Sinn hat, die Reihenfolge groß zu ändern. Wir gucken uns dafür andere Aspekte von dem Format an. Eine weitere Sache, die wir uns bei jedem Format anschauen, ist die Frage der Durchführungsebene. Inwieweit kann ich das Format machen auf Ebene 1, auf Ebene 2 und auf Ebene 3? Du weißt wahrscheinlich von anderen Videos, Ebene 1 heißt im Kontext mit irgendwelchen Gegenständen. Das wäre dann zum Beispiel, dass ich Playmobil-Figürchen nehme oder irgendwelche anderen Anker, um damit ein Collapsing Anchors zu machen. Das heißt, ich würde dann das hier vielleicht nehmen als gegenwärtigen ändernswerten Zustand und sagen, das wären hier vielleicht 3 Ressourcen auf 2 Beinen und die Frage stellen, wie wäre das Ganze, wenn diese Ressource dazu kommt? Fühlt sich das gut an? Oder vielleicht auch verglichen mit, wie ist es, wenn diese Ressource dazu kommt? Und wenn du dir das anguckst, wenn du dabei zuguckst und wenn du das siehst und empfindest, was bei dir passiert, wenn ich diese Ressource hier hinzufüge und du erlebst plötzlich, wow, fühlt sich das gut an, dann war das ein Collapsing Anchors auf Ebene 1. Das ist, viele Sachen im Marketing und in der Politik laufen so. Das heißt, wenn zum Beispiel irgendeine Firma mit einem Promi wirbt, dann hast du genau diesen Effekt. Das ist die Firma, die vielleicht ein etwas merkwürdiges Image hat, nicht so dynamisch, wie sie gerne hätte. Und das ist irgendwie ein ganz toller Promi, ein Influencer, was weiß ich. Und wenn jetzt dieser Influencer-Promi, wie auch immer, dazukommt und das Produkt von der Firma in seine Hände nimmt und das Ganze die auf einmal zeigt und das verschwimmt so als Bild zu einer Einheit, dann haben wir ein Collapsing Anchors. Das heißt, 2 Sachen kommen zusammen auf Ebene 1. In dem Augenblick, wo du das selbst machst, wenn du zum Beispiel das nimmst und hier hinstellst und das dazu stellst. Oder eine sehr schöne Variante von Collapsing Anchors ist das Format Visual Squash, wo man sagt, man hat das eine in der einen Hand, man hat das andere in der anderen Hand, hier vielleicht den ändernswerten Zustand, hier vielleicht die Ressource und dann nimmt man das Ganze und macht entweder so oder in einer anderen Version auch so. Und guckt, was passiert. Und man bringt diese beiden Hände zusammen als Anker für bestimmte Zustände. Dann wäre das ein Collapsing Anchors auf Ebene 2. Das geht auch im Stehen natürlich. Nehmen wir an, du hast einen Bodenanker, das hier. Und das wäre irgendwie dein Ressource-Bodenanker. Ich mache hier mal so ein bisschen die Sternchen hin. Und du hast vielleicht hier was aufgebaut, Circle of Excellence, sowas in der Richtung. Das ist deine Ressource-Stelle und dann gehst du raus. Und jetzt erinnerst du dich an irgendeinen problematischen Zustand und überlegst dir, ach Gott, ja, meine Steuererklärung, die ist so schwierig. Und jetzt gehst du mit dieser Steuererklärung im Sinn hier rein und erlebst das Ganze auf diesem Bodenanker. Jetzt hättest du eine Kombination von Ebene 1, der Bodenanker, und Ebene 2, dein Verhalten. Wenn du jetzt das hier visualisierst, also du siehst das nur, es ist gar nicht wirklich ein Bodenanker ausgelegt, es ist eine innere Vorstellung, hast du bereits eine Kombination von 1, 2 und 3. Genauso kannst du natürlich auch das Collapsing Anchors auf Ebene 3 machen, indem du dir irgendwelche Dinge vorstellst, die zusammenkommen. Nehmen wir an, du denkst an deine Steuererklärung und dann siehst du die Steuererklärung im goldenen Licht und hörst dazu vielleicht Sphärenmusik klingen, alles nur in deinem Kopf. Dann machst du jetzt ein Collapsing Anchors auf Ebene 3. Also du merkst, die Variationsmöglichkeiten bei Collapsing Anchors sind schier unfassbar. Du kannst es auf allen Ebenen machen. Natürlich auch auf Ebene 6, wenn 2 Menschen zusammenkommen, ist auch ein Collapsing Anchors.
Für mich ist eine der kürzesten Arten, die Coach-Ausbildung zu erklären, dass ich den Leuten sage, Coaching-Ausbildung sieht folgendermaßen aus, wenn das die Formel für das Coaching ist und der Coachee kommt zum Beispiel um 16 Uhr ins Coaching und geht um 17 Uhr raus, geschieht die Veränderung im Coaching durch den Coach. Das heißt, ich kann ein gesamtes Coaching als Collapsing Anchors ansehen, wo ich sage, der Coachee kommt in seine Rolle als Stuck Anchor. Kommen sie ja meistens, sie kommen ja, weil sie was ändern wollen. Der Coach sitzt da in seiner Rolle als Ressourcenanker. Manchmal glaube ich auch, ich will den Leuten T-Shirts geben, wo drauf steht, ich bin die Ressource. Und wenn die beiden dann zusammenkommen, schon beim Begrüßen, schon beim Händeschütteln, könnte man eigentlich ein Collapsing Anchors machen. Und wenn man das ein paar Mal macht und der Anker etabliert ist, dann kommen manchmal die Coaches und sagen, wissen Sie, allein wenn ich hier reinkomme, allein wenn ich sie sehe, geht es mir schon besser. Also mit den Seminarräumen hier erleben wir das oft, dass Leute, die häufiger zu Seminaren kommen, die sagen, ach, ich brauche mal wieder Jablonski-Straße. Und dann kommen sie hier rein und sie sehen die grüne Wand und sie sehen die Räume und sie merken, es geht ihnen schon besser. Klar, weil das hier dann ein aufgeladener Anker ist. Das ist ein Stapelanker. Und wenn du dann als Teilnehmer hier reinkommst, in einem nicht ganz so ressourcevollen Zustand, machst du ja, indem du die Räume betrittst, ein Collapsing Anchors. Also, wie gesagt, mit dem Blick für Collapsing Anchors wirst du Collapsing Anchors mehr oder weniger in allen Lebenslagen sehen. Du wirst es in jedem NLP-Format sehen, du wirst es in jeder Veränderung sehen, in jeder erwünschten und auch unerwünschten Veränderung. Ich meine, vielleicht kennst du das auch, dass du bestimmte Leute triffst und es geht dir dann nicht mehr so gut, weil du sagst, ah, wenn ich den treffe, bin ich immer so trübe hinterher. Das ist auch ein Collapsing Anchors. Dann ist eben der andere Mensch für dich ein Anker für einen bestimmten Zustand und du triffst den, dann geht es dir halt nicht so gut, auch ein Collapsing Anchors. Wir können andere Videos noch machen, wo es dann darum geht, wie kann man das ändern, wie kann man Re-Anchoring machen, wie kann man Anker entmachten und ähnliche Geschichten. Heute geht es nur um diese Idee, was ist überhaupt ein Collapsing Anchors im NLP? Es ist das Grundmuster, die Grundidee von jeder erwünschten und unerwünschten Veränderung im NLP, dass ich einen Zustand mit einem anderen Zustand, mit einem veränderten Zustand so verbinde, dass was Neues dabei rauskommt. Darum ging es heute. Eine Fußnote noch, die hatten wir aber schon mehrmals in Videos. Wenn man es dann als Intervention designt, ist noch die Regel wichtig, dass die beiden hier auf der gleichen logischen Ebene sind und das ist eine logische Ebene höher. Gibt es genügend andere Videos von mir. Guck dir die Welt an mit Collapsing Anchors, Augen und schau dir die NLP-Formate an. Und ab jetzt in den nächsten Videos, wo ich Formate bespreche, wird das immer im Hintergrund mit dabei sein.